Lieber Stier, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen mal, was auf alle Stiere im Sonnenzeichen, Mondzeichen und Aszendenten im Monat Juni so zukommt. Du weißt, es ist eine kollektive Kartenlegung, also nimm bitte das für dich mit, was sich richtig und stimmig anfühlt. Und ja, ich bedanke mich auch bei dir, liebe Stiere. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Für die liebevollen Kommentare, schön, dass du hier bist. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was sich bei dir so zeigt im Monat Juni. Ich empfehle dir auch immer, deinen Aszendenten oder das Zeichen, in dem dein Mond steht, anzuschauen. Dort kannst du noch einige Botschaften für dich mitnehmen und bekommst ein komplettes Gesamtbild für den Juni. Ich verbinde mich mit den Stieren im Sonnenzeichen, Mondzeichen und Aszendenten und im Juni. Worum geht es? Was zeigt sich? Worum? Okay. Liebe Stiere, du sehnst dich nach Freude, nach der Magie des Lebens, nach Gemeinschaft. Du möchtest fühlen, du möchtest dich verbinden. Ich sehe gerade eine riesengroße Community, wo man, ja, wie so ein Frauen- oder Männerzirkel, wo man Gleichgesinnte findet, so eine Art Festival, so ein bisschen, ja, wo man einfach das Leben genießt. Also bei dir geht es wirklich extrem darum, das Leben zu fühlen, Verbindungen einzugehen. Ich spüre sehr viel Spiritualität, dass man sich auch noch danach sehnt, in ja, die Mysterien des Universums, des Lebens einzutauchen, dass man sich berieseln lassen möchte. Ich meine, wir haben hier 10 der Münzen. Das ist natürlich die Fülle. Du sehnst dich nach Fülle. Mit dem Alchemisten bist du hier, ja, so ein bisschen tauchst du schon ein in dieses Spirituelle, in was hängt zusammen, die größeren Fragen. Und das erfüllt dich. Du merkst, dass du dich selbst öffnest. Vielleicht beschäftigst du dich mit mehreren Themen. Du hast was geplant. Du sehnst dich nach dieser Gemeinschaft. Und ich sehe wirklich wie so ein Zirkel mit mehreren gleichgesinnten Menschen. Ja, und du spürst die Fülle an Verbindung, also wie wichtig Beziehungen sind, wie wichtig Menschen sind oder einfach das Gefühl der Verbundenheit. Ja, wow. Vielleicht lernst du was Neues dazu oder du hast Interesse an einem Kurs, an einer Weiterbildung oder ja, an irgendeinem Event. Du sehnst dich auch nach der partnerschaftlichen Liebe. Du möchtest das Glück, du möchtest das Glück fühlen und ich habe so das Gefühl, dass du auch das, was du, nach was du dich sehnst oder vielleicht auch erreichst, dass du das immer mehr spüren kannst, diese Fülle, dass du sie auch an dein Umfeld weitergeben möchtest. Und hier, Obacht, versuche andere Menschen nicht davon zu überzeugen. Lebe es einfach vor und du wirst andere Menschen inspirieren. Entweder hast du ein Auge auf jemanden geworfen und das trifft, glaube ich, hier für die meisten zu, oder aber jemand hat ein Auge auf dich geworfen. Für die allermeisten ist es aber so, dass du jemanden im Visier hast, bezogen auf Flirten, auf die Liebe oder worum es auch immer bei dir geht oder auf ein Projekt, das kann ja natürlich auch sein. Du wünschst dir endlich das Glück in all deinen Zellen zu spüren. Zu hohen Ehren kommen traurige Nachricht. Das bekomme ich hier tatsächlich bezogen auf diese Person, dass sie gar nicht weiß, dass du vielleicht ein Auge auf sie geworfen hast. Dass dich das ein bisschen traurig macht, weil dir der Mut fehlt, weil du dich nicht komplett öffnen möchtest oder es dich auch einfach nicht ergibt. Vielleicht ist die Zahl 28 für dich irgendwie relevant. Zu hohen Ehren kommen bedeutet, dass du dich weiterentwickelst und auf eine andere Bewusstseinsstufe gehst in den nächsten, ja, ich würde sagen 1 bis 2, 3 Monate vielleicht. Also der August hier
in der Spanne vom Februar bis August, ne, also die 28, auch wenn wir die ausklammern, 2 und 8, Februar bis August könnte eine große Transformation auf spiritueller Ebene, auf Bewusstseinsstufen, Frequenzen, irgendwie sowas für dich sein. Und was hier auch so ein bisschen mit der traurigen Nachricht reinspielt, es kann sein, dass viele nicht mehr mit deiner neuen Art klarkommen, nicht mehr so tiefe Gespräche deines Erachtens fühlen. Du möchtest hier diese Verbundenheit fühlen, du möchtest Tiefe, du möchtest über andere Themen sprechen und du merkst, dass viele einfach gar nicht dazu in der Lage sind. Das könnte dich ein bisschen traurig stimmen, aber letztendlich beschränkst du dich auf die Menschen oder ja, vielleicht auf eine ganz andere neue Art von Community, wo du dich ausdrücken kannst. Das Hauptthema für die Stiere im Juni. Fokus und Action. Du machst Dinge, die dir jetzt wirklich gut tun. Du wählst bewusst aus Menschen, aber auch sowas wie Dinge, Themen, womit du dich beschäftigst und dann stürzt du und hängst dich aber voll rein. Doch vieles bleibt außen vor und wenn man sich mal bewusst wird, was Fokus bedeutet. Das heißt, du bündelst deine komplette Aufmerksamkeit und Konzentration auf einen Punkt. Heißt auch, dass alles andere ausgeblendet wird. Und so kann es hier auch wieder sein, ja, dass dein Umfeld damit nicht so gut klarkommt, also dass sich dein Umfeld verändert. Dass du viel mehr priorisierst und das merken Menschen natürlich. Und wenn man sich verändert, dann möchten das die Menschen in dem Umfeld meistens nicht, weil Veränderung Unbekanntes bedeutet. Und vor Unbekannten hat man ja im ersten Moment eher Respekt und Angst. Wie sieht es mit deinen Gefühlen aus im Juni? Sei offen, besonders für Neues, denn du bist im Wandel. Ja, dein ganzes Energiesystem, aber auch dein Körper wandelt sich, vielleicht auch im Äußerlichen, dass du einiges Neues ausprobierst, vielleicht sogar mit deinen Haaren. Lösung. Ja, du möchtest hoch hinaus und das besonders bezogen auf Themen, große Themen, auf dein Leben. Du möchtest dich ausrichten, du möchtest nicht mehr gefangen sein. Besonders nicht, was die Arbeit betrifft, was die Menschen betrifft, wo du das Gefühl hast, dass du dich immer rechtfertigen musst. Großer Wandel. Alles ist gut. Es gibt immer Regentag. Es gibt immer Menschen, die einen nicht verstehen werden. Und hier darf man liebevoll loslassen. Es wird dir klar, wer dich wahrscheinlich nicht mehr begleiten wird in deinem Leben. Und hier haben wir die Schöpferin und den Magier liegen. Das heißt, du bist dabei, dich neu zu kreieren und zu entfalten. Und dabei ist ein automatisches Aussortieren notwendig. Das wird dich aber auf lange Sicht weiterbringen, denn das ist eigentlich ein Geschenk. Eine Botschaft für meine Stiere für den Juni, bitte. Du tust es bereits. Hör auf zu grübeln, folge dem Nordstern, deinem Nordstern. Also, es ist an der Zeit, sich zu verändern. Du bist mittendrin, es gibt keinen Weg zurück. Und lasse alles los, was dich gefühlt daran hindert, dich komplett zu entfalten und so zu leben und so zu sein, wie du bist. Mit diesen kraftvollen Worten wünsche ich dir einen wunderschönen Juni. Solltest du Hilfe, Unterstützung benötigen in Form von Coaching, Heilsitzungen oder einer privaten Kartenlegung, schau unten vorbei. Du kannst dich auch jetzt noch anmelden für das Spiritual Retreat in der Nähe von Köln, 3 magische Tage. Und ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis ganz, ganz bald. Mach's gut.